So, warte, 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 warte. Du stellst dich einfach nur an wegen ein bisschen Halsschmerzen. Tabletten rein, Problem gelöst, als ob Erik krank ist. Schade. Weißt du was? Fick dich, komm nie wieder, ich banne dich. Ich habe dir gerade erklärt, warum. So eine Leute wie dich will ich überhaupt nicht haben. Das ist eine mega Unverschämtheit. Du bist ein dreckiger Pisser. Bitte lass dich nie wieder auf irgendeinen meiner Channel blicken. Ich bin seit 6 Jahren nicht ein einziges Mal krank gewesen. Doch einmal war ich heiser und musste eine Sendung ausfallen lassen. Heute mache ich das zur Vorsicht, weil ich wegen Weihnachten und Silvester im Voraus aufnehmen will. Trotz kaputter Stimme, obwohl ich gerade flach liegen müsste und so weiter. Also doppelfick dich einfach, komm nie wieder. Boah, manche Leute sind so eine asozialen Pisser, so eine asozialen, widerlichen, gesellschaftlichen Dreckspisser. Bitte verpiss dich und komm nie wieder auf irgendeinen meiner Channel. Guck nichts mehr von mir an. So was Ekelhaftes. Oh, so eine ekligen. Boah, das habe ich noch nie, sowas habe ich noch nie gesehen. Boah, widerlich. Naja, wir haben ja auch nur 8,5 Stunden gestreamt, obwohl ich ausfallen lassen wollte. Na, schade. Boah, sorry, manchmal muss man sowas rauslassen. Da ist jetzt wahrscheinlich noch der Frust über den Anhänger mit reingekommen. Aber dafür konnte ich, vielen Dank dafür, dass ich dich als Ventil missbrauchen durfte, du dreckiger, kleiner, schäbiger, gesellschaftlicher, sozialer Schmarotzer. So.